peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day. This is the voice of peace. The voice of peace, von irgendwo im Mittelmeer. Das ist der Soundtrack meiner Jugend. Ich hörte den Sender ebenfalls hin und wieder. Schöne Musik und Worte mit Weisheit. Dazu war es ein bisschen illegal, was es erst recht zur Attraktion machte. He was doing it all alone. Er hat das ganz allein auf die Beine gestellt. Einfach fantastisch. Seine Idee von einem Friedensschiff ging doch um die Welt. Nur mit der einfachen Botschaft, Frieden ist wichtig. Wir halfen ihm immer wieder mit Geld. Schließlich unterstützt er Menschen auf der ganzen Welt. Es war, als käme etwas aus einer anderen Welt. Israel, das damals ziemlich provinziell war, erlebte etwas Ungewöhnliches, etwas, das nicht von hier war. Es war fremd, es war exotisch, es war anders. Nicht nur, weil die Sendungen auf Englisch waren, es war wie aus einer unbekannten Sagenwelt. Ein Schiff mit einer Radiostation irgendwo im Mittelmeer, die für Israelis und Araber gleichermaßen sendete. Das war einmalig und es wurde zu einem Mythos. Voice of Peace war viel mehr als nur ein Radiosender. Einer der Gründe, weshalb diese Geschichte erzählt werden muss. Klar, die Musik war wichtig, die Leute standen drauf. Aber es ging vor allem um die Botschaft. Und der Mann dahinter, das war Abi Nathan. Ein Mann voller Leidenschaft und Energie, der fest entschlossen war, einen Dialog zwischen den Menschen im Mittleren Osten zu etablieren. Wissen Sie, im Leben mit einem solchen Mann zusammenzuarbeiten, das war ein Privileg. Die meisten Menschen erhalten diese Chance nie, oder sie haben sie einfach nicht erkannt. Abi war ein äußerst charismatischer Mann. Würde er jetzt das Zimmer betreten, man könnte ihn nicht ignorieren. Und im Radio, da war er einzigartig. Keiner konnte seine Sache so überzeugend vermitteln wie er. Und ich habe mit vielen großen Radioleuten gearbeitet. Sein Name ist wie ausgelöscht. Fragen Sie Menschen, auch Israelis, unter 40 oder 35, sie haben den Namen Abi Nathan nie gehört. Dieses Land ist schon ziemlich gut im Tilgen bestimmter Phasen der Vergangenheit. Aber mit Abi ist es offensichtlich. Keine Straße, keine Schule, die nach ihm benannt ist. Nichts. Als hätte es ihn nie gegeben. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich muss sofort anfangen zu weinen, wenn ich daran denke, dass dieser großartige Mann vergessen ist. Menschen erinnern sich an Ben-Gurion und in Ramallah erinnert man sich an Arafat. Israel denkt zu Recht an Rabin. Ja, einverstanden. Aber niemand erinnert sich an Abi Nathan. Niemand erinnert sich an diesen verrückten Mann, der einfach nur Frieden wollte. Thank you.
Es ist wie ein Märchen. Es war einmal vor langer Zeit. Da gab es einen mutigen Mann voller Widersprüche. Der hieß Abinatan. Und wenn es euch, liebe Leute, wirklich ernst ist mit eurer Zukunft und euren Werten, dann lasst euch diese Geschichte erzählen. Schaut euch diesen Film an und hört auf die Botschaft, die uns Abinatan vor so vielen Jahren gegeben hat. Hören Sie den Sender Voice of Peace? Die ganze Zeit. Wie finden Sie den Sender? Die Musik ist super. Und Abinatan? Ich habe viel von ihm gehört, aber ihn nie persönlich gesehen. Machen Sie doch mal das Radio an. Sehr gern. Ici la voix de la paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles. From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz. Listen. Eine klare Friedensbotschaft zu hören, in Kombination mit cooler Musik für junge Leute, das war schon ein geniales Konzept. Einfach brillant. Ob das Abinatan im Vorfeld genauso durchdacht hat, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er war einfach fest davon überzeugt und hat nicht weiter darüber nachgedacht. Aber es war genial. Er gab unserer Generation den Soundtrack. Mit einer Musik, die wir wirklich hören wollten. Und pflanzte damit in uns ganz nebenbei die Idee vom Frieden. Im Mittleren Osten kannte jeder den Sender. Ob im Libanon, in Syrien, in Jordanien oder in Ägypten. Denn The Voice of Peace spielte Musik, die viele arabische Zuhörer woanders nicht hören konnten. Es war auf Englisch und es war cool. Und es hatte einfach diese Aura, die auch junge Araber begeisterte. Nicht nur junge Israelis. Ob nun am Strand von Tel Aviv oder am Strand von Beirut, überall konnte man The Voice of Peace hören. Schade, dass man die Strände nicht einfacher zusammenlegen kann. Dann hätte man gesehen, wie sehr sich die Szenerien glichen. Und das ist die Ausstrahlung, die Abby hatte. Ob nun bei den hübschen Mädchen von Tel Aviv oder bei den exotischen Schönheiten von Beirut, Abby kam bei allen an. Hier ist The Voice of Peace von irgendwo im Mittelmeer. Right now it's 9:15 this morning. Today's a 35th day. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Ich hoffe, dass die neue Generation in dieser Region versteht, dass wenn die alten Männer verschwunden sind, sie endlich beginnen muss, mit ihren Nachbarn zu leben, ob sie es will oder nicht. Dass sie erkennt, dass wir einander akzeptieren müssen, einander respektieren müssen. Das zu begreifen ist der erste Schritt. Und der Rest wird dann sehr einfach sein. Man muss sich vor Augen führen, dass wir es hier mit einem Land zu tun haben, in dem es fast tagtäglich terroristische Anschläge gibt. Ein Land, das sich in ständiger Kriegsbereitschaft befindet und Feinde hat, die die Menschen hier wirklich hassen und die Juden töten wollen. War with enemies that really hate us and kill Jews. Und dann plötzlich hört man aus heiterem Himmel eine Stimme des Friedens und die Visionen von einem Abinatan? Das war schon ziemlich irreal. That was a bit out of context.
Abi Nathan dachte wohl, er könne seine Friedensbotschaft nur wie ein Pirat auf See verkünden. Denn es ging vollkommen gegen die Stimmung in der Region, fast illegal, gegen alle Konventionen. Dass sich seine Forderung nach einem bedingungslosen Frieden unkontrolliert ausbreiten könnte, diese Haltung den Terror der Gegenseite gar relativieren würde, davor hatten viele israelische Politiker enorme Angst. Er war wie ein Stachel in ihrem Fleisch und wurde nicht müde, die Situation ständig zu hinterfragen. Er ging ihnen schon mächtig auf die Nerven. Eine Regierung will doch immer nur ihre Ruhe. So ist das nun mal. Abi allerdings zeigte, Frieden muss durch Menschen und nicht durch Regierungen erreicht werden. Durch Individuen und nicht durch Mehrheiten. Und auch jene, die ihn öffentlich kritisierten, bewunderten ihn insgeheim. Denn er war im Recht und wir im Unrecht. Wir alle hören The Voice of Peace. Und was halten Sie von Abi Nathan? Er ist ein guter Mann, ziemlich bekannt. Er tut viel Gutes, vor allem für den Frieden. Ich halte überhaupt nichts von seinen Ansichten. Er verschwendet seine Zeit und sollte sich lieber einen anständigen Job besorgen. Der Mann ist eine Gefährdung der nationalen Sicherheit. Sie meinen, weil er die Streitkräfte schwächt? Nein, weil er versucht, uns unter völlig fadenscheinigen Voraussetzungen mit unseren Feinden Frieden schließen zu lassen. Abi Nathan ist ein netter Träumer. Und ich hoffe, dass seine Träume wahr werden. Also macht er gute Arbeit. Ja, und vielleicht kann er uns helfen, das wissen wir noch nicht. Ich erinnere mich, dass ich als junger Mann oft an Abi Nathan denken musste. Seine Radioleute und seine Crew auf diesem kleinen Schiff irgendwo im Meer zwischen den Wellen. Und es wurde mir klar, dass hier etwas zu uns spricht, das nicht von dieser Welt sein kann. Anfangs hätte er lieber eine Station an Land gehabt, aber es war ihm klar, dass er nie eine bekommen würde, eben weil er den Politikern so sehr auf die Nerven fiel. Also ging er aufs Meer und dazu musste er lediglich eine Zone von 3 Meilen einhalten. Von meinem Hotelzimmer am Strand von Tel Aviv konnte ich das Schiff jeden Tag sehen. Und so sendete er von irgendwo im Mittelmeer und alle fanden es toll. For you this week. It's entitled I Want Your Love. It comes from Sheet. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up. For peace you can find into the steeple of beautiful people where there's only one kind. Wenn ihn die Leute fragten, warum eine Radiostation auf einem Schiff, erklärte er ihnen, dass der Sender unbedingt außerhalb jeglicher staatlicher Kontrolle sein sollte. Das machten wir ja auch damit klar, dass wir niemals sagten, dass wir nur 3 oder 7 Meilen von Tel Aviv entfernt lagen. Es hieß immer, Sie hören The Voice of Peace von irgendwo im Mittelmeer. Und die Idee dahinter war, dass die Zuhörer außerhalb Israels verstehen sollten, dass wir völlig unabhängig waren. Nachdem The Voice of Peace im September 1975 auf Sendung ging, wurde es sofort ein Erfolg. Doch bei aller Popularität des Senders wurde schnell deutlich, dass sich die Stimmung in der Regierung gegen uns richtete und Abi sich mächtige Feinde machte. Immer wieder versuchten Regierung und Geheimdienst, ihm Schwierigkeiten zu machen.
Moshe Dayan wollte Abby Nathan für Jahre hinter Gittern sehen. Außerdem hatte er Angst, dass das Schiff mit seiner Botschaft und moderner Popmusik das Land verändern könnte. Und dass die Bevölkerung den Staat kritischer sehen würde. Die Regierung wurde immer feindseliger. Am liebsten hätten sie ihn für immer eingesperrt. Sie wollten ihn stoppen. Er ließ die Regierung einfach schlecht aussehen. Natürlich änderte die damalige Premierministerin Golda Meir ihre politische Einstellung nicht um einen einzigen Millimeter wegen Abby Nathan. Aber sie kam doch ganz schön in Erklärungsnot. Er beschämte Israel und das konnten sie ihm nicht verzeihen. Er brachte die Regierung in Verlegenheit, indem er öffentlich Fragen stellte, die bis dato keiner zu stellen wagte. Fragen, die längst hätten beantwortet werden müssen und bis heute unbeantwortet blieben. Abby war wie ein großes Kind. Das Schiff war wie ein Spielzeug in seiner Hand. Und damit glaubte er, seine Ziele durchsetzen zu können. All die Auseinandersetzungen zwischen Abby und der Regierung und den Geheimdiensten, das war ein ungleicher Kampf. Manchmal erschienen direkt vor uns völlig überraschend diese mächtigen israelischen Kanonenboote. Da bekommst du schon Angst, wenn aus dem Nichts plötzlich so ein riesiges Schiff auf dich zukommt. Du fragst dich, werden wir uns jetzt entern oder festnehmen? Was haben wir falsch gemacht? Und dann schreien die nur, könnt ihr Night Fever von den Bee Gees auflegen? It's true. Die Soldaten hörten den Sender in ihren Kasernen, in ihren Panzern, im Fronteinsatz. Da waren Menschen im Krieg, die im Radio The Voice of Peace hörten. Was für ein bizarrer Widerspruch. Überall lief unser Sender. Das war fast so wie in diesen Hollywood-Filmen wie Good Morning Vietnam oder vielleicht Apokalypse Now. Die ganze Situation allerdings in den 70er Jahren in Israel. Phänomenal. Total irre. Kind of mind-blowing too, when you think about it. Das gesamte System mit all seiner Macht und Geld steht da, belämmert und stumm vor einem einzelnen Mann, einem Propheten, einem Besessenen. Und genau das konnten sie weder verzeihen noch begreifen. Viel konnten sie auch nicht gegen ihn ausrichten. Wie denn auch? Wie will ein Staat, sein Militär, der Mossad, gegen einen einzelnen Mann kämpfen? Einen Playboy, der Mädchen küsst und Hamburger in der Dizengoff-Straße in Tel Aviv verkauft. Ich war im Ausland 1959 und als ich zurückkam, erzählte mir meine Frau, wir haben ganz was Neues, ein neues Restaurant in der Dizengoffstraße. Da sind wir hingegangen, es war ein nettes Lokal an der Straßenecke und die auffallendste Persönlichkeit dort war Abby Nathan, er war ein Pilot bei El Al. Und er wollte ein ganz modernes Restaurant haben mit Hamburger, was noch ganz neu war. Wissen Sie, was das für eine Revolution ausgelöst hat? Das war die Sensation schlechthin. Hamburger. An sich war das doch nicht mehr als eine Frikadelle. Aber es roch nach der großen, weiten Welt. Israel war zu dieser Zeit sehr grau, sehr bescheiden, sehr arm.
Die Minister, die Autos, die Häuser, die Mahlzeiten. Alle waren noch in der Kibbutz-Atmosphäre. Everybody was then still in the Kibbutz-Atmosphäre. Plötzlich erscheint dieser Typ auf der Bildfläche. Ein Café namens California, Hamburger, hübsche Mädchen. Die Politgrößen wie Ben Gurion oder Golda Meir, die konnten das einfach nicht fassen. Es war eine sehr schöne und interessante Atmosphäre, weil eben viele, viele bekannte Leute damals auch schon Politiker da waren. Alle Schauspieler, Künstler, Sänger, Schriftsteller, Maler. Die gesamte Bohème von Israel traf sich im Café California. Das Motto war: sehen und gesehen werden. Auch ich ging oft in dieses Restaurant. Ich bin ja nun kein junger Mann mehr und kann mich nicht an jede einzelne Party erinnern. Aber ich erinnere mich an die Stimmung von damals, die Atmosphäre. Abby war der umschwärmte Star. No matter what people will tell you. Er hatte auch eine besondere Neigung zu Frauen. Er war immer umgeben von hübschen jungen Frauen. Die kamen und gingen. Keiner hat es lange ausgehalten bei ihm. Naja, er war ein Playboy und hat geplayt, wie man so schön sagt, mit den Damen. Und war eben ein richtiger Don Juan oder Don Juan. Und die Mädels liebten ihn. Er hatte wirklich Riesenerfolge gehabt mit den Damen und mit der Damenwelt. Ilana! Er war unser Idol. Man könnte sagen, er war sowas wie der Hugh Hefner der israelischen Glamour-Welt. Hugh Hefner, das würde ich nicht sagen. Er hatte doch viel mehr Klasse als Hugh Hefner. Und viel mehr Anziehungskraft. Mit Sicherheit hatte Elvi den Charme von Charles Aznavour. Und wenn man ihn einen Womanizer nennt, dann waren die Frauen Abinizer. Mittlerweile lief das Restaurant sehr gut und er fing an, zeitgenössische Kunst zu kaufen. Er hatte bald eine große Sammlung wirklich guter Bilder, die auch viel Geld wert waren. Eigentlich wollte er sich damit nur etwas zur Seite legen, was er zu Geld machen könnte, wenn er wieder mal pleite war. Denn in Wirklichkeit war Abby ein richtiger Bohemian, ein Lebenskünstler. Geld spielte für ihn persönlich gar keine Rolle. Es war nur ein Mittel zum Zweck. Geld hatte für ihn so gesehen überhaupt keinen Wert. Ein Poet, der seine Vorstellungen umgesetzt hat. Die meisten Poeten können es nur auf Papier oder im Film oder so, wie unser eins. Aber er hat Wirklichkeit werden lassen. Dann hat er ein kleines Flugzeug gekauft, und weiß angestrichen, genannt Shalom 1, Friede 1. Und hat es aber ein leeres Grundstück, nicht weit von seinem Restaurant, 100 Meter vom Restaurant, dort gestellt. Und plötzlich eines Tages kommt jemand ganz überraschend und sagt, Abby fliegt nach Ägypten. Er hob ab und flog über den Sinai nach Ägypten. Das war eine Sensation. Musik
Und was dann weiter passiert ist, war, als ob es von einem genialen Regisseur inszeniert worden wäre. Wir waren im Kriegszustand. Das ganze Land hat aufgehört. Was ist mit Abby? Wir hatten Angst, dass sie ihn umbringen werden. Das war die Zeit von Jamal Abdel Nasser, dem damaligen ägyptischen Präsidenten. Der wollte Israel zerstören. Wir dachten, das ist doch glatter Selbstmord. Keiner wird diesen Tag je vergessen. Ich war damals noch ein Kind. Alle waren auf der Straße. Die ganze Nation hielt den Atem an. Und dann kam die Nachricht, Abby ist abgeschossen worden. Aber eine Riesenaufregung im ganzen Land. Denn nach Ägypten zu fliegen, war für uns blanker Wahnsinn. Wir dachten, diese Kannibalen werden ihn auffressen. Eine halbe Stunde später kam die Nachricht, Abby ist nicht abgeschossen worden. Er ist in Port Said gelandet und von den Ägyptern sehr schön empfangen worden. Er hat's geschafft. Er riskierte sein Leben, um die Mauer zu durchbrechen. Diesen eisernen Vorhang zwischen uns und Ägypten. Das war Jahre vor dem Friedensabkommen mit Sadat. He did it before Sadat. Das war eines der aufregendsten Tage in der Geschichte Israels. Damals waren für uns doch alle Araber sowas wie Ungeheuer. Und dann bekam zum ersten Mal dieses Bild einen Riss. Ein Israeli fliegt ins Feindesland und kommt zurück. Lebend. Safe. So etwas war einmalig. Zum ersten Mal versucht jemand tatsächlich mit den Ägyptern etwas zu unternehmen. Die Einstellung damals war, mit Ägypten kann man keinen Frieden schließen. Das ist der Anfang, oder wir sind mittendrin im ewigen Krieg mit den Ägyptern, dass jemand plötzlich sich dafür entscheidet, dorthin zu fliegen, um Frieden zu unterzeichnen oder mindestens Frieden anzuregen, das war für uns eher absurd. Schauen Sie, als wir sahen, wie er nach 3 Tagen zurückkam, das war für uns wie ein Wunder. Abi Nathan ist auferstanden. Ich glaube, das ist bis dahin doch nur Jesus gelungen. Jesus ist doch schließlich ebenfalls nach 3 Tagen auferstanden. Seine Freunde standen natürlich hinter ihm. Aber es war von vornherein klar, dass die Regierung ihn sofort festnehmen würde. Wie überall auf der Welt gibt es auch in Israel Gesetze. Und ein Gesetz verbietet israelischen Staatsbürgern, arabische Länder zu bereisen. Das habe ich getan. Dafür bin ich bereit, 1 Jahr ins Gefängnis zu gehen. Doch solange sich an unseren Grenzen bewaffnete Soldaten gegenüberstehen, werde ich es wieder tun. In der Hoffnung, dass die Menschen hier wieder zueinander finden. Denk mal darüber nach und schau zurück. Das war nicht so verrückt. Es war ein Traum, der, nachdem ihn auch andere akzeptierten, in Erfüllung ging. Schritt für Schritt. Man kann sagen, die Idee, dass der entscheidende Punkt eben der Frieden zwischen Israel und Ägypten ist und nicht etwas anderes, die hat uns Abi Nathan gegeben. Und diese Idee hat auch Israel verfolgt und auch mit Recht. Das war der größte Staat, der größte Feind Israel. Im Nachhinein, wenn man als Historiker auf diese Zeit zurückblickt, dann ist es eben der Anfang einer Entwicklung, die zum heutigen Tag führt. Es gibt Menschen, die so im Voraus in ihrer Zeit sind und schaffen Dinge, die total in dem Moment total unvorstellbar sind. Und danach